Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum 10. Teil meines Breitkit Game Tutorials The Driver. Lasst uns am Anfang dieses Videos mal schnell schauen, was wir bisher haben. Wir haben ja eigentlich schon richtig viel geschafft. Was uns allerdings fehlt, ist so eine Game Over Scene, die oder in die hineingeleitet wird, in die überführt wird, sobald es zum Crash gekommen ist und wir hier unseren Player eben verloren haben, dann soll die App halt eben zu dieser Game-Over-Szene wechseln. Und ja, hier ist auch der Simulator. Also hier haben wir ja das Game und wenn ich jetzt hier einen Crash hier initiiere, dann ja, gibt es hier einige Sachen, die man noch ändern sollte. Zum einen läuft das Spiel hier weiter und auch hier der Score läuft weiter. Das werden wir ändern im nächsten Tutorial, denke ich. Aber ich möchte jetzt in diesem Video bewirken, dass eben sobald der Player hier platt gegangen ist, ne? Ja, tolle Ausdrucksweise, klar. Also sobald es hier zum Crash gekommen ist, das dann halt übergeleitet wird in eine Game-Over-Scene, wie ich schon sagte, ne? Okay. Ich markiere mir hier im Navigator Game-Scene Swift und nutze die Tastenkombination Command plus N. Und lege hier ein neues Swift-File an auf Next hier. Und das nenne ich eben Game Over Scene. So, und hier haben wir Import Foundation. Das gefällt mir so nicht. Ich nutze hier was anderes. Oder ich mache es hier etwas. Na. So, hier wollte ich rein. Ich kopiere mir nämlich hier diese zwei Zeilen, damit ich mir Tipparbeit erspare und setze das hier ein. Und Escape Scene. Und lege hier auch eine Funktion Did Move to View hier an. Soweit, so gut. Und in GameScene.swift lege ich eine neue Funktion an. Und zwar, ja, Game Over nenne ich die jetzt. Game Over. Und eben diese Funktion soll halt die Überleitung zu der Game-Over-Szene bewirken. Let Scene oder Game-Over-Scene. Over-Scene. So, Game-Over-Scene. So. Size, self.size und Game Over Scene Scale Mode. Ist gleich self.scale Mode, damit eben ja, dieselben Verhältnisse in der Game Over Szene sind, wie auch hier in dieser Szene hier, in der aktuellen Game-Szene hier. Und dann hier Self-View und Present-Scene. Game-Over-Scene und als Transition das hier unter Transition. Also hier, dieser Parameter legt fest, in welcher Art und Weise der Übergang stattfinden soll. Da seid ihr herzlich eingeladen,
alles Mögliche hier auszuprobieren, also hier Escape Transition, und ich möchte hier, dass so ein visueller Effekt gezeigt wird von, ja, von sich horizontal schließenden Türen. Meiner Meinung nach sieht das prima aus. Ihr könnt aber hier aus hier diesem Menü hier wählen, was ihr wollt, und ja, wie gesagt, ausprobieren. Ne? So, jetzt habe ich Doors Close Horizontal. Genau das will ich und das brauche ich. Und with Duration, Time Interval, dann sage ich jetzt mal hier 1.5. So, überprüfe nochmal den Code. Sieht gut aus. Jetzt muss die Game Over Funktion auch aufgerufen werden, und sinnigerweise wird sie dann aufgerufen, wenn eben hier unser, ja, Wagen mit einem Enemy zusammengestoßen ist. Und jetzt habe ich ja hier schon so diesen Block Self Run, SK Action Rate und so weiter und so fort. Und innerhalb dieses Blocks habe ich dafür gesorgt, dass die Explosion, also dieses Fire Note hier aus der Szene wieder verschwindet. Aber wenn ich jetzt hier eine Überleitung in die Game Over Szene kodiere, dann kann ich jetzt diese Zeile auch ganz löschen und stattdessen hier self.gameover hier aufrufen. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht. Im Simulator wahrscheinlich nicht so toll. Also wenn ihr jetzt hier dieses Video zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt als der Aufnahme hier ansieht, hoffe ich, dass Xcode hier oder dass Apple hier den Simulator auch ein bisschen aufgepeppt hat. Aber im Augenblick, also im Oktober 2017, ist der Simulator, so wie er jetzt ist, noch eine, nun ja, relative Katastrophe. Okay, schauen wir mal. Es kommt zum Knall, Explosion ist ein bisschen sichtbar. Und jetzt schließen sich die Türen. Ne? Ist jetzt nicht ganz so toll. Ich zeige das auch gleich auf meinem realen iPhone. Also, was wir dann allerdings hier sehen, hier ist ein schwarzer Bildschirm. Das ist ja die Game Over Szene, so wie sie derzeit ist. Die wollen wir noch ausfüllen, allerdings nicht in diesem Video. Im nächsten Video möchte ich hier einige Labels hier kodieren und anzeigen hier in der Game Over Szene. Und ich möchte natürlich nicht, dass es hier so ein düsteres und langweiliges Schwarz hier bleibt, denn so ein kleines Hintergrundbild ist ja auch was fürs Auge. Also ein Hintergrundbild möchte ich schon anzeigen in der Game Over Szene. Das allerdings in einem nächsten Video. Also was wir hier jetzt hier gesehen haben, ist, dass wir hier den Übergang hier doch erfolgreich hier hinbekommen haben. Ne? Ich zeige euch das jetzt gleich auch noch auf meinem iPhone. Und los geht's. So, da bin ich wieder hier. Ich musste das Video eben unterbrechen, um mein iPhone anzuschließen und euch das jetzt hier auf dem Gerät hier vorzuführen. Also das hier spiegelt mein iPhone wieder. Und jetzt starte ich eben hier die App, das Spiel hier, und dann seht ihr, es ist viel flüssiger. Was ihr nicht hören werdet, ist eben den Sound, denn die Explosion ist zu sehen, und jetzt erfolgt auch die Überleitung in die Game Over Scene. So, also was ihr nicht hören konntet, war eben der Crash Sound. Und wenn ich den jetzt hier auch abspielen lasse, also den hätte ich abspielen lassen können, aber da ich ja mit Xcode, sondern mit
Ja, mit dem QuickTime-Player hier auch noch hier das Video hier aufnehme, wäre das Ergebnis eine fürchterliche Rückkopplung gewesen, die ich euch einfach nicht zumuten wollte und auch meinen eigenen Ohren nicht zumuten wollte. Aber okay, probiert es aus auf eurem eigenen Gerät. Es ist jetzt hier, ja, jetzt noch nichts. So, was das Auge jetzt eben erfreuen würde, ne? Denn wir haben ja echt nur hier eine schwarze, dunkle Szene, aber dafür gibt es eben das nächste Tutorial und im nächsten Tutorial werden wir die Game-Over-Szene auch so gestalten, dass man auch was ja, zu sehen bekommt, ne? Okay, Leute, also ich hoffe, dass ich euch dennoch ein bisschen weitergebracht habe hier. Und dass ihr jetzt hier so, ja, was gelernt habt. Zumindest habt ihr ja gelernt, wie man hier so einen Übergang gestalten kann von einer Szene in die nächste hier, nämlich über diese, wenigen Zeilen im Code hier, also drei Zeilen im Code, die reichen vollkommen aus. Das ist eben Swift. Das ist das Geniale daran, dass man eben, ja, durch wenige Zeilen im Code viel bewirken kann. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, falls euch dieses Video gefallen hat und abonniert vor allen Dingen meinen Kanal, damit ihr ständig auf dem Laufenden bleibt und bei Uploads von mir auf meinen Kanal dann auch von YouTube rechtzeitig und zeitnah informiert werdet. Ne? Okay, Leute, das war's für dieses Mal. Wir sehen uns ja beim nächsten Video. Ne? Tschüss, Leute, bye bye.